Venedig am Neusiedlersee, wenn auch jetzt ein bisschen mit Regen, das gibt es heuer bei den Seefestspielen in Mörbisch zu sehen. Und zwar in der Operette Eine Nacht in Venedig von Johann Strauss. Meine Damen und Herren, ich begrüße Sie ganz herzlich zu einem Kultur-Heute-Spezial aus Mörbisch. Bei mir begrüße ich gleich Intendantin Dagmar Schellenberger. Zunächst ein Blick hinter die Kulissen zu den Proben zur Nacht in Venedig, Desiree Walter und Michael Weiß berichten. Höher, breiter, wandelbarer. Mörbisch XXL. Für die Strauss-Operette Eine Nacht in Venedig verlegte Bühnenbildner Walter Vogelweider die Lagunenstadt effektvoll an den Neusiedler See. Ein Ozeandampfer darf dabei natürlich nicht fehlen. 70 Tonnen wiegt das größte Bühnenbild in der Geschichte der Seefestspiele. Die von Menschenkraft angetriebene Drehbühne feiert heuer ihr Mörbisch-Debüt. Man hat keine Guckkastenbühne, sondern man hat CinemaScope. Und das ist das, was mich unheimlich reizt. Ich liebe es, mit vielen, vielen Menschen arbeiten zu können. Und das ist mir natürlich hier in Mörbisch gegeben. Also so ab 100 aufwärts werde ich glücklich. Wenn ich an einem Abend nach Hause komme und eigentlich fast das Bett nicht mehr finde, dann weiß ich, dass der Tag gut gewesen ist. Von der Gelsenreitschule am Ende der Welt zum weltgrößten Operettenfestival. Auch heute noch sind die Seefestspiele Mörbisch untrennbar mit dem Namen Harald Serafin verbunden. Seit 3 Jahren jedoch ist sie die Chefin. Dagmar Schellenberger blüht in ihrer Rolle als Intendantin mehr und mehr auf. Gruß von deinem Rosenmunde. Ach, noch Zeit. Oh nein, oh nein. Wir sind hier doch nicht allein. Wir sind hier doch nicht allein. Auch heuer lockte die deutsche Sopranistin mit Wohnsitz in Mörbisch prominente Namen an den Neusiedlersee. Neben Stars aus Staats- und Volksoper wie Heinz Zednik, Herbert Lippert und Ernst-Dieter Sutheimer stehen Fernsehlieblinge wie Verena Scheitz oder Josi Prokopetz auf der Seebühne. Letzterer hat zusammen mit Regisseur Karl Absenger auch am Text Hand angelegt. Das ist ja so gekommen, dass ich in erster Linie als Autor engagiert war, um das Stück ein bisschen umzustellen. Und was dann rausgekommen ist, dass es in der Jetztzeit spielt und es ein wenig von den 7 Süßigkeiten, wie ich sage, des Genres Operette zu befreien. Nicht? Geschwind reden, Bussi Bussi, nächstes Nummer, oder geschwind reden, kein Bussi, Trennung, Eifersucht, Gesangel. Also dass das ein bisschen aus diesem Klischee, aus dieser Konfiguration rausfällt. Eine Nacht in Venedig, der Operettenklassiker schlechthin. Geschrieben wurde der Blockbuster vom Superstar der klassischen Unterhaltung, Johann Strauss. Was seine Musik ausmacht? Das ist ein großartiger Ausspruch. Der ist von Richard, keinem Geringeren als Richard Wagner, der von ihm gesagt hat, er sei der musikalischste Schädel unseres Jahrhunderts. Also er sprach damals vom 19. Jahrhundert natürlich. Und ich finde ihn einen der größten Melodiker, den es überhaupt auf Gottes Erde gibt. Mangiare per la Venezia, pappacoda, pappacoda, pappacoda ritorna. Mangiare per la Venezia, pappacoda, pappacoda, pappacoda ritorna. Die mörbische Neuinszenierung von Eine Nacht in Venedig bietet alles, was das Stammpublikum erwartet. Großes Ausstattungstheater mit guten Sängern, ausgesprochen witzigen Kostümen und einer imposanten Bühne. Ich wünsche mir, dass die Leute, die nach Mörbisch kommen, Operette mal ein bisschen anders sehen. Nicht verändert, also jetzt nicht auf den Kopf gestellt, sondern einfach mit einem gewissen Lächeln, mit einem gewissen Augenzwinkern eine Geschichte mit nach Hause nehmen und sagen, doch ja, Operette ist nicht veraltet, die wird es auch nie sein, wenn man ihr auf die Sprünge hilft und einfach sie mit Freude macht und auch, glaube ich, mit schönen Ideen und, lassen Sie mich so sagen, ab und zu auch mit Hirn. Und bei mir begrüße ich jetzt Intendantin Dagmar Schellenberger. Guten Abend, hallo. Ich grüße Sie auch. Frau Schellenberger, der letzte Abend, die letzte Nacht vor der Premiere, kann man da gut schlafen eigentlich noch?
Ja, ich muss eigentlich schauen, dass ich überhaupt zum Schlaf komme, aber wenn ich dann, muss ich nicht groß nachdenken. Also im Moment, weil es mich dieses Jahr auch wirklich fasziniert hat, bei den Beleuchtungsproben nachts doch ab und zu dabei zu sein. Und die gehen ja bekanntlich bis zum Morgengrauen. Also ich habe kein Schlafproblem im Moment, stehe auch mit auf der Bühne und die Hitze der letzten Tage hat uns ja auch ganz schön zu schaffen gemacht. Also heute atmen wir mal ein bisschen durch, morgen ist ja wieder richtig schönes Wetter angesagt, also Schlafprobleme. Nö, habe ich keine. Jetzt kann ich mir vorstellen, dass so ein großes Festival auch sehr viel Druck einem gibt und da sehr viel Druck auf einem lastet. Wie gehen Sie denn damit um eigentlich? Ja, es ist ja ein Ganzjahresjob. Ne? Also das verteilt sich schon vieles aufs ganze Jahr. Und ich sage immer, wenn man auf gute Leute setzen kann, erstens auf ein gutes Team hier, das ganzjährig um mich herum ist, muss ich wirklich sagen, jeder in seinem Bereich. Und dann eben auch das künstlerische Team, was ich habe. Und wenn man auf so eine tollen Leute wie heuer mit dem Karl Absinger als Regisseur und dem Walter Vogelweider, was der uns hier auf die Bühne gestellt hat und Choreografie, Bühnen, also Kostüme, alles drumherum und auch die Lichtleute hier, denen bin ich da schon ziemlich cool, muss ich sagen, weil ich weiß, die können ihr Handwerk. Nicht? Also wenn sie sich auch mit die Sänger, die sind so stabil geblieben, Gott sei Dank, ich hoffe, sie bleiben es auch über die ganze Saison, so erstklassige Sänger und da gibt es keine Probleme, die sind bei den Proben bei fast 45 Grad hier auf der Bühne und also da muss ich wirklich sagen, es ist eben die viel Arbeit ist im Vorfeld, nicht? Wenn man das Team dann zusammen hat und es fügt sich alles so wie so ein Puzzle ineinander. Das macht auch viel Spaß, muss ich sagen, das zu sehen und ich bin ja auch selber mit dabei. Ich bin ja nicht nur von außen, sondern auch von innen mit dabei. Also das ist schon toll. Sie sind ja nicht nur Intendantin, Sie haben auch eine Rolle in der Operette und spielen mit. Ist es eine Sache, wo Sie sagen, da könnte ich mir vorstellen, das weiterzuführen, vielleicht ein bisschen auszubauen noch? Ja, weil ich muss sagen, gut, ich bin ja nur mein ganzes Leben lang schon Sängerin und geht ja auch noch, singe ja auch außerhalb von den Seefestspielen noch. Aber es war nicht zwingend notwendig, sagen wir mal. Aber ich habe das gemerkt, dass es doch fürs Publikum so als Identifikationsmensch auf der Bühne, nicht nur ein Intendant, der da irgendwie rumschwirrt, sondern eben auch der da mit auf der Bühne stellt und Künstler ist, kommt anders rüber. Also das ist doch sehr gutiert worden, das war ich sehr erstaunt und ja, dieses Jahr ist es ja eine etwas kleinere Rolle, aber eine durchaus schöne und die auch wirklich zum Zuge kommt mit meinem jugendlichen Liebhaber, mit dem Otto Jaus, den habe ich gecastet, das war Glücksgriff, den Jungen zu haben. Und dieser Mischmasch auch zwischen Kabarettisten einerseits und wirklich drei Kammersänger alleine, die auf der Bühne stehen, dieses Jahr mit tollen Sängern, das ist... Oh, ich bin schon ein bisschen aufgeregt, kribbelig, weil es muss mal über die Bühne gehen jetzt endlich. Die sind alle so bereit und wollen und auch in den beiden Besetzungen, also da gibt es keine Abstriche, das ist wirklich super. Ne? Die haben sich ergänzt, da gibt es kein Gegeneinander, nur ein Miteinander. Ja. Wenn man jetzt so ein großes Festival neu übernimmt, hat man natürlich auch eigene Ideen, die man mitbringt, eigene Vorstellungen, die man mitbringt und vielleicht umsetzen möchte. Was sind denn so Ihre Vorstellungen mit Mörbisch in den nächsten Jahren? Ja, ne, gut, ich sehe mich schon als den Visionär. Nicht? Wir spielen hier Märchen für Erwachsene, also ob das nun Musical ist oder ob das Operette ist. Ich werde das Musical in meinen Plänen auch in den nächsten Jahren immer wieder mit einbeziehen. Wird nicht jedes hierher passen, aber doch einige, die ganz, ganz, ganz toll hier auf diese Bühne passen. Und ich denke mal, so im Abstand von 3, 4, 5 Jahren, je nachdem, wie es passt, wird auch immer wieder ein großes klassisches Musical dabei sein. Ich plane für die nächsten Jahre auch noch Alternativen mit ein, wie man das ganze Programm, ich spreche jetzt ein bisschen so etwas kryptisch. Mit Absicht, weil es noch nicht spruchreif ist. Aber ich glaube, Sie können sich ja vorstellen, 2 Operetten in der Saison zu spielen. Das gab es früher mal. Also das muss man sich genau anschauen, wie man das umsetzen kann, wie das geht. Ich meine, so ein Bühnenbild wie hier, das ist ja ein Wahnsinn. Nicht? Das wird in 4 Monaten aufgebaut. Das, alleine diese Drehscheibe, die wir dieses Jahr haben, wiegt über 70 Tonnen. Ne? Die ist 30 Meter breite Scheibe. Das ist ja eine Logistik dahinter. Das ist ja Wahnsinn. Und dann mit 2 Stücken, das muss man schauen. Also ich bin im Prinzip, es ist wie gesagt noch nicht spruchreif. Ja? Bin offen für verschiedene Denkmodelle und gucke auch gerne ein bisschen über den Tellerrand. Ich weiß, dass man nicht alles gleich, wenn man in Position neu anfängt, gleich umsetzen kann. Ich habe natürlich ganz, ganz viele Ideen auch mitgebracht und einiges ist jetzt schon gelungen.
umzusetzen. Wir müssen natürlich auch immer schauen, wir sind ein Unternehmen, was noch ohne Subventionen eben auskommen muss. Und jeder Cent, der ausgegeben wird, muss verdient werden. Und da muss man natürlich auch schauen auf das Publikum, auf den Geschmack, auf das Ganze. Also es ist immer ein gewisser Kompromiss. Es ist ein schmaler Grat, was Neues zu machen. Das möchte ich durchaus, ohne in den Bestand wirklich einzugreifen. Also neue Wege zu gehen, aber eben die Stücke dort zu lassen, wo sie sind. Das heißt nicht, dass man wie heuer nach den Venedig, ja, die kann eben auch heute spielen, ja, dass man die durchaus mal ein bisschen in die Moderne überträgt, ohne eben dem Stück irgendwo zu schaden. Ganz im Gegenteil. Ja. Aber ich glaube, alles um uns herum bewegt sich. Alles ist in Bewegung, überall. Und dann müssen wir uns auch bewegen und schauen, auch wie man jüngeres Publikum, gestern Abend habe ich mich zur Generalprobe sehr gefreut, dass ich doch eine ganze Menge Kinder auch gesehen habe, also wirklich Kinder noch. Und mit zweien habe ich dann noch gesprochen, die haben sogar das Stück verstanden, also da habe ich mich gefreut. Naja, weil das dramaturgisch gar nicht so einfach ist, nicht? Nach dem Venedig wärst du nur wer mit dem Domino drüber und Verkleidungsspiel, Maskenspiel. Das ist mit der Dramaturgie eben dieses Jahr gut gelungen, dass man das eben wirklich auch versteht. Und was mich zum Schluss noch interessieren würde, wird der Tag kommen, wo Harald Serafin eine Gastrolle hier in Mörbisch übernehmen wird? Ich halte für nichts ausgeschlossen. Ich meine, ich habe ein gutes Verhältnis mit ihm. Er kommt morgen Abend auch, er freut sich sehr. Und er spielt ja jetzt in den Kammerspielen sein Stück. Ich war ja selber drin, das ist super. Ich weiß nicht, ob er das überhaupt wollte. Aber Sie sind offen dafür. Das ist kein Thema im Moment, ja. Das ist, muss ja auch passen. Man muss ja auch. Genau, ich habe so viele Leute im Blick, die ich in den nächsten Jahren doch mal in Mörbisch sehen will. Aber manche müssen sich dann doch ein bisschen gedulden auch. Es muss einfach genau die richtige Rolle zum richtigen Zeitpunkt kommen. Liebe Frau Schellenberger, ich bedanke mich sehr fürs Gespräch und toi 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 für die Premiere. Vielen Dank. Ja, wir sehen uns. Okay, danke. Meine Damen und Herren, und worum es in der Nacht in Venedig eigentlich geht, Michael Weiß hat es herausgefunden. Täuschen, tarnen und turteln heißt es heuer bei den Seefestspielen. Johann Strauss' Eine Nacht in Venedig ist eine klassische Verwechslungskomödie, in der sich vor allem die weiblichen Figuren stets für jemand anderen ausgeben, als die, die sie wirklich sind. Fängt alles an. Der Herzog bzw. in Mörbisch der Kapitän ist konstant auf Brautschau. Also wird zur Karnevalszeit ein Maskenball organisiert. Ganz besonders freut sich der Kapitän auf die schöne Barbara, die aber von ihrem Mann an einem geheimen Ort versteckt wird. Stattdessen bringt er die verkleidete Zofe Ciboletta mit. Vergiss nicht, warum du da bist. Du bittest ihn als meine Frau, dass er sich bei seinem Vater dafür einsetzt, dass ich den Posten des Aufsichtsratsvorsitzenden bekomme. Ist das klar? Sonnenklar. Barbara hat allerdings ihre eigene Vorstellung von Abendgestaltung und lässt sich im Versteck vom ebenfalls verkleideten Fischermädchen Annina vertreten. Und diese vermeintliche Barbara wird schließlich von einem Freund des Kapitäns auch noch zum Ball gebracht. Am Ende sind also drei Barbaras vor Ort, jede mit ihren eigenen Zielen. Das alles garniert mit dem imposanten Bühnenbild, den schrillen Kostümen und den bekannten Melodien sollte für einen unterhaltsamen Musiktheaterabend sorgen. Und bei mir begrüße ich jetzt Kammersänger Heinz Zednik und Bühnenbildner Walter Vogelweider. Guten Abend, hallo. Guten Abend. Herr Zednik, hier in Mörbisch ist nicht Ihr erstes Mal. Das heißt, sowohl die Hitze als auch die Gelsen als auch das unbeständige Wetter haben Sie nicht abgeschreckt. Nein, nicht das erste Mal, aber es ist das zweite Mal. Also ich war 2000 mit Zigeunerbauern hier und jetzt halt wieder mit der Nacht in Venedig. Die Nacht in Venedig wurde ja modernisiert, ein bisschen erneuert. Ist das gut gelungen? Ist es okay, eine Operette zu erneuern? Ich bin kein großer Freund von Erneuerung, das muss ich ganz ehrlich sagen. Das ist hervorragend gelungen, weil es wirklich die komplette Geschichte erzählt. Es ist nichts geändert, es spielt nicht irgendwo bei der IS-Terroristengruppe oder sonst irgendetwas, es spielt dort, was hingehört. Es gibt die Betrüger und Gauner, es gibt die Liebe, die es immer gegeben hat. Also es ist wirklich sehr, sehr gut gelungen. Und dann, da werde ich ja noch mit meinem lieben Freund hier mit dem Bühnenbildner sprechen, es ist ein unfassbares Bühnenbild. Es ist wirklich
wirklich etwas, wie man so gut auf Wienerisch sagt, das alle Stücklein spielt. Also das ist etwas, was sehr, sehr, sehr beeindruckend ist. Wir sehen hier das Bühnenbild, Herr Vogelweider. Was waren denn die Herausforderungen bei diesem Bühnenbild für Sie? Na, die Geschichte selbst eben, weil Ziel war es nicht zu modernisieren, sondern mit der Geschichte dem Publikum auf Reise zu gehen. Und wir fangen in der Gegenwart an mit einer enormen technischen, so ein Kreuzfahrtschiff ist einfach eine technische Herausforderung und eine Leistung auch. Und verlassen Venedig dann im 17. Jahrhundert mit einem Heißluftballon. Und diese Spagat, ich glaube, der ist irgendwie gelungen. Ich glaube, es gibt ja zum ersten Mal in Mörbisch eine Drehbühne. Ja. Wie funktioniert die eigentlich? Wer dreht denn die Bühne? Ja, beherzte Techniker, habe ich mal gesagt. Es funktioniert mechanisch. Die sitzen auf einer Art Fahrrad und treten das wirklich an. Heute bei so einem Tag könnte es sein, dass die Räder vielleicht durchrutschen und deshalb noch zusätzliche braucht, sie anzuschieben. Aber grundsätzlich, die Drehscheibe besteht aus mehreren Segmenten. Man muss sich das vorstellen wie eine total unorthodoxe Torte, die zerschnitten wurde in Außenring und Innenring und mehreren Tortenstücken. Herr Zednik, Sie haben vor kurzem das 50-jährige Bühnenjubiläum in der Staatsoper gefeiert. Macht das für Sie einen Unterschied, hier in Mörbisch vor Freiluftpublikum zu spielen? Und im Gegensatz zur Staatsoper, ist das für einen Sänger was anderes? Nein, eigentlich nicht. Das ist Bühne, ist Bühne. Also für mich war es immer so. Es ist komischerweise der kleinere, intimere Rahmen. Das ist ein kleiner Konzertsaal mit 100, 150, 200 Leuten. Und die einem, so wie man so schön sagt, faktisch bis zum Siebener zurückschauen, ist viel irritierender als so etwas Großes. Also da ist die Distanz so groß, das verliert sich in die Unsichtbarkeit. Und sind Sie eigentlich noch nervös nach so vielen Bühnenjahren? Weil ich glaube, dass Ihre Rolle, Sie keine Zweitbesetzung hier in Mörbisch. Ja, wir alle drei, also der Josie Prokopetz, der Ernst-Dieter Sutter und ich, wir sind unersetzlich. Wenn einer von uns ausfällt, bricht das Werk zusammen. Nein, es ist so, also das macht einen, glaube ich, nicht mehr sehr nervös. Man ist trotzdem, also man hat Spannung. Also trotzdem, wenn man rausgeht, soll die Spannung da sein, das soll einem wirklich nicht wurscht sein. Das ist es bei uns dreien wirklich nicht. Lieber Herr Zednik, lieber Herr Vogelweider, ich bedanke mich sehr fürs Interview. Vielen Dank. Danke. Meine Damen und Herren, das war unser Kultur heute Spezial aus Mörbisch. Die Nacht in Venedig, die können Sie übrigens bei uns auf ORF 3 sehen am 9. August um 20.15 Uhr im Hauptabend. Morgen begrüßt Sie meine Kollegin Annie Gülbel-Meyer. Wir sehen uns bald wieder. Ich freue mich schon. Auf Wiedersehen.